Go. Moin, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Mit Sascha. Hallo. Stich mir als Köttchen kleinlich. Der Meter hat's gebracht. So, wir wollen heute das Quellwasser überbringen und gucken, wo wir weiterkommen. Dafür quatschen wir jetzt noch mit dem Typen. Nein. Was ist... Warte mal. Ich habe noch mal eine Idee, wie es weitergehen könnte. Und das könnte sein, dass das mit dem Quellwasser wirklich von Bedeutung ist dafür. Okay. Ich laufe ein bisschen mehr am Rand lang. Okay, das bringt gar nichts. Da steht auch schon so Bogenschütze. Ich glaube, wenn du das Fass wirfst, dann geht's auf jeden Fall kaputt. Alles klar. So macht man das! Was hast du eigentlich für Schwierigkeiten? Soll ich jetzt bitte einen Pfeil in den Rücken kriegen? Bitte nicht. Das ist so frech jetzt. Da vorne dreh ich mal um. Oh, 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 oh! Geh weg! Weg! Lass mich in Ruhe! Nein! Ich will doch nur in Frieden sterben! Nein! In Frieden sterben, machst du? Finde ich frech, dass es bei ihm jetzt klappt. Der backt doch Eis ganz eindeutig da hinter ihm rum. Nein. Doch. Er kommt nur nicht hinterher so schnell wie ich bin. Achso. Ja, nie ist klar, ne. Und jetzt? Achso. Hast du da etwa Quellwasser aus Kakariko? Wenn du mich aber gießt, komme ich vielleicht wieder zu Kräften. Ja, mach ich jetzt auch. Ich glaube, anvisieren und werfen. Sieht gut aus. Jetzt geht es mir wieder gut. Der Duft, die angenehme Wärme und das Gefühl auf der Haut. Das muss aus meiner Heimat sein. Ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen. In Hamburg sag mal tschüss. Okay, muss ich jetzt mit dem Kleinen reden gehen? Kann ich sagen. Kann kommt er wieder? Ich kann nichts machen. Er kommt wieder. LOL! Geschüttelt, nicht gerührt. Ein Herzteil! Das Wasser ist geschüttelt, nicht gerührt. Ja. So, das ist jetzt noch mega unglücklich in der Aufnahme. Alles klar, Alter! Dreh durch! Entschuldigung. Unser Abendbrot liegt schon ein paar Stunden zurück. Ich habe erstmal scharfe Tortilla-Chips fressen, ne? Ich für. Alter, wir hätten noch so einen Dip dazu kaufen sollen. Warum auch immer sind wir ja davon ausgegangen, dass wir mit dem Chili die Packung nerven, oder? Ihr müsst euch vorstellen, die ist nur was? 500 Gramm? 1000 Gramm? 400. 400, achso, guck mal. Voll auf die Fresse, Junge! Der ist tot. Ich geh auf ihn offen. Das ist schlimm! Ich wollte ihn eigentlich voll fett finishen, aber es hat nicht geklappt. Und das heißt, es ist die Spawn, jetzt bin ich ganz traurig. Nope. Was geht jetzt? Hm? Du musst gerade mit deiner Hand da. Ich wollte rübergreifen, aber ich musste noch laufen. Knusper, knusper, knallt. Ich wollte auch gerade sagen, ich hoffe, wir knuspern nicht zu laut in der Folge. Ach. Doch, ist uns auch egal. Na Quatsch. Jawohl. Knuspern, nicht rascheln. Falls ihr gerade Hunger habt, diese Chips schmecken ausgezeichnet. Ist ganz okay. So. Mein Papa geht es wieder gut. Endlich ist der Salat wieder geöffnet. Juhu. Oh, oh, du bist doch die Junge von Eulich, oder? Dank deiner Hilfe können wir hier endlich wieder unser Geschäft nachgehen. Für dich gibt es einen Sonderarbeit auf Quellwasser. Zwang, zu mir, okay, euer Kopf. Ich
würde sagen, jetzt nochmal ganz schnell zum Osttor. Richtig. Südtor. Ganz genau, das ist der Plan. Schneller! Hey Gott! Tu das nur, da das so warm ist. So laut, du Vogel. So laut, ja, aber das Quellwasser ist doch warm. Da duftet es nach Quellwasser. Wenn ich das trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Fels beiseitigen. Das Quellwasser geben, das du bei dir hast? Nö. Gibt Kraft! Alles klar. Also dann, ich werde mich gleich ans Werk machen. Komm später wieder. So, liebe Kinder, arbeitet eine Tunnelfräse. Okay. Weißt du mal, Junge, hast du keinen Respekt oder was? Frage. Antwort. Danke. Konstruktives Gespräch. Ne? Was nu? Bin mir nicht sicher, ob es Sinn macht, Oh oh. What the fuck? Nein! Weder das eine noch das andere wollte ich. Ob es Sinn macht, zur Nacht nach Kakariko zu gehen, wenn der kleine Junge da seinen Stand offen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man da was für Wärme kaufen konnte. Oder brauchen wir 2000 Dings für? So. Der bietet schneller irgendwo 2000 Rubine, wir haben 182. Ja, nein, das nicht. Der Junge, der da oben immer bei der heißen Quelle sitzt, ja. Soll doch immer abends unten an der Straße seinen Stand haben. Ja. Den wird er auch so haben. Es wird gerade Nacht. Porte dich mal nach Kakariko. Völlig überfordert. Oh mein Gott, ich muss beeilen! Schneller! Na, Kakariko! Nein. Vogel. Scheiße, warum hab ich die Tüte wieder aufgemacht, ey? Ich glaube, ich habe mir morgens Salzertipp. Oder Hot Cheese? Das war der Rewe auf? Hat zu. Verdammt. Rewe Lieferservice, die kommen sofort. Auf jeden Fall. Soll das menschlich machen und schnell an die andere Seite der Stadt sprinten. Siehst du, da vorne sitzt auch schon der kleine Hosenscheißer mit seinem Stand. Ohne hat Spaß mit dem Huhn. Warum zum Teufel ist hier bedrohliche Musik? Ja. Was auf rein? Jeden Fall lesen. Wollte ich nicht. Okay, der hat nichts Interessantes. Schade. Ah! Okay. Entschuldigung, bitte. Ah, der nette Menschenmann. Kauf doch etwas. Ich habe viele Dinge vom Bett mitgebracht. Ganz andere als in den hiesigen Läden. Lampenöl, ja! Das ist voll Bullshit. Rotes Elixier. Wow! Blaues Elixier! Und geh zurück. Quatsch nochmal mit dem Typen vorm Laden. Vielleicht sagt der dann noch was Neues jetzt. Stimmt. Das wäre ein guter Versuch. Du hast mir neulich geholfen. Mein Junge in Hyrule-Stadt geht wieder froh und munter seinem Geschäft nach. Auch dieses Dorf und Hyrule-Stadt werden nun hoffentlich bald wieder so lebhaft sein wie früher. So. Das ist jetzt die Frage, was macht Sinn? Warum ist hier so ein Vieh? Wir könnten versuchen, so einen roten Fisch zu angeln bei den Zoras und damit diesen Wilden anzulocken. Vielleicht hilft uns das was. Ist das eine Idee oder? Eine Ahnung. Ist eine Idee. Erinnerung. Eine Idee. Oder wir gehen nochmal nach Hyrule Stadt, gehen zur Wahrsagerin und sie sagt uns, was wir machen sollen.
Was guckst du da? Was guckst du da? Willst du die Gesamtkarte sehen? Ah. Digitale Steuer quasi nach oben. Jetzt hat die Minikarte ganz ausgemacht. Wir haben auch nirgendwo so eine rote Fahne, ne? Hm. Okay. Wahrsagerin finde ich gut. Waren wieder nicht bei Burns. Ja, scheiße. Wem könnten wir denn sonst die Zeichnung zeigen? Hm. Sie hat uns ja extra die Zeichnung gegeben. Hm. Oder noch eine Spende. Hm. Ich sie gesprungen oder du? Ich. Gut. Willkommen bei Machikana. Wenn du willst, öffne ich dir die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Für 10 Rubine öffnet sich die Tür zu deiner eigenen Zukunft. Wirst du sie durchschreiten? So sei es. Nun, welche Tür soll ich für dich öffnen? Ich habe es vernommen. So will ich dir denn die Aufgaben enthüllen, die deine harren. Gut, es sei. Kalimba, Karamba, Zarimba, Zalamba. Stimmt, hier habe ich das mit dem Scheiß gesprochen. Was du suchst, ist voller Schnee, gefangen unter Eis. Steigst du auf eisige Gipfel, so ist ein dicker Pelz vonnöten, um dich zu wärmen. Wow. Hat es dir gefallen? Wissen wir nicht, da krische ich mir gerade was ein. Verliest du dein Ziel wieder aus den Augen, kommt jederzeit erneut hierher. Dickes Fell, dickes Fell, dickes Fell, dickes Fell. Nein. Was willst du? Was? Warum? Wow. Ich habe es vernommen. So werde ich dir die Gestalt der Liebe zeigen, die du selbst noch nicht erkannt hast. Gut, es sei. Kalami Kalama, Wamali Wamala. So, so! Kann ich mal lieber was trinken, ey? Das mache ich auch gar nicht absichtlich. Der Weg zum Todesberg. Warum? Wir sind schon mal irgendwo hingegangen und das hat uns nichts gebracht. Ich fände es interessant. Warum nicht? Was soll es uns bringen? See what happens. Was soll es uns nicht bringen, weil wir im Moment so viel Ahnung haben. Geh mal bitte zum Doktor auf dieser Stadt. Der ist beim Osttor. Ich bin auch in die richtige Richtung auf jeden Fall. Jetzt sind wir beim Südtor. Was? Bist du nicht der Kämpfer, der den kleinen Zora-Jungen gerettet? Da
Das bist du doch, oder? Die Leute sprechen nicht offen darüber, aber man redet schon viel von dir. In letzter Zeit hat man nicht viel Gutes. Deshalb freuen sich die Leute umso mehr, wenn sie von deinen Heldentaten erfahren. Dir kann man mehr vertrauen als diesen unzuverlässigen Soldaten von Heiden. Okay. So, wo genau? Direkt neben dem Tor, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay. Da, nee, also da, hinten, rechts. Ja, da, Tür. Wo du sagtest rechts, das ist links. Kamera rechts, Bildschirm rechts. Das war hinten. Was? Was zum... Ist das nicht der kleine Held, der den Zorion gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was führt dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, diese kleine Ilia, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen? Wenn ich dich untersuchen soll, das kostet eine Kleinigkeit, klar? Nein, Probleme mit dem Geld habe ich keine. Schließlich bin ich eine Koryphäe. Die Patienten kommen von überall zu mir. Wenn du mir nur an meine Zeit stehen willst, dann mach, dass du fortkommst. Und die Kleine, die hat wirklich nichts von mir erzählt? Junge. Ich glaube nicht, dass wir hier Hilfe kriegen. Pelzig. Wie hast du immer so schön gesagt, das ist ein Spiel für 10-Jährige. 12. Doch wieder nach Hause zu den Schafen, zu den Ziegen, dass wir da irgendwie einen Pelz kriegen? Nee. Das wüsste ich noch, dass das so wäre. Man braucht auf jeden Fall irgendwann so einen roten Fisch, das weiß ich noch. Dann soll ich da mal hingehen. Komm ich hier aus dem Dings raus, dann kann ich mich wahrscheinlich schneller warpen, ne? Jo. Oh, guck mal. Das ist ja schon ein Vorteil. Dass ich da schon warten kann. Vielleicht ist ja noch ein Geist. Ja? Ich hätte auch gerne den Todesbergweg einmal ausgecheckt. Mach das, ist deine Folge. Weil wegen Diebe und so. Du musst mir allerdings einmal auf die Sprünge helfen. Wo war das? Hier? Ja. Da? Ja. Na, weil sie jetzt außer Reichweite sind. Wo soll ich mich denn hier sonst? Gar nicht. Okay. Wo war das? Hier hoch, oder? Jo. Okay.
So, hier war das, ne? Ja, über dir müsste er jetzt quasi stehen, ja. Genau, von hier war die Ansicht quasi. So, sitzt er. Geh mal ein Stück hin und versuch mit dem mal mit Z anzulegen. Oder du grapple dich hoch mit dem Greifhaken. Das Ding haben wir ja schon angeheult, ne? Aha. Grappling Hook kurz hier hinlegen. Oh, geht nicht. Oder oben hin. Oh, dass du mich hier bemerkt hast. Oh, dass du mich hier bemerkt hast. Ja und? Ja, nicht so. Schön für dich. Haha! Da kannst du dich runterfallen lassen zur Kiste. Ja. Herzteile 2? Könnte auch sein. Können wir sogar vorstellen, wenn du die Herz, diese Ziegen-Challenge schaffst, kriegst du bestimmt auch Angst. Ja. Dann macht das natürlich schon Sinn, ne? Oh. Krieg ich schnell Kinder. Die mir auf die Nerven gehen, ja. Gut. Natürlich werde ich mich jetzt hier nicht zum Wolf machen können. Ja. Gut. Guck mal, haben wir noch ein zusätzliches Herz gekriegt. Das hat sich doch schon gelohnt. Dann. Renel Zora. Zora, Junge. Zora, Zora. Ich denke, wenn du angeln möchtest, musst du es auf jeden Fall weiter unten machen. Ja, garantiert lässt sich. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass es sein könnte? Weil ich hier schon als fucking Wolf rumstehe. Ja. Und? Also du meinst es darunter. Würde ich sagen. Dann Geronimo! Ein wunderschöner Wasserfall. Findest du nicht auch erste Größte hier in unserer Höhle? Dieser Wasserfall ist direkt mit dem Tromsaal verbunden. Wenn du möchtest, bringe ich dich hinauf. Nein, nein. Das ist nicht so schwach. Ich würde schon sagen, einfach mal die Angel reinhalten in den See. Fische rumschwimmen. Wie ging das? Wenn ein Fisch kommt, muss ich Z drücken? Oder? Musst du hochziehen. Also, ja, doch. Wenn irgendwie ein Köder oder sowas? Ich glaube, momentan haben wir keine, ne? Die Angel doch mal in den Fluss auf.
Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Da werden ja wohl viele Fische landschwimmen. Ich möchte nicht sagen, so erfolgversprechend sieht das hier gerade nicht aus. Und was ist die Lösung? Wir müssen noch Kakariko. Okay. Sorry Leute, aber wir wollen das ja jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Nee. Darum habe ich jetzt dann gerade doch einmal. Ja, vor allem ohne Hinweise oder so. Naja, wenn wir richtig gelesen hätten, hätten wir einen Hinweis. Wenn wir richtig gelesen hätten. Du hättest ja mal einen Hinweis geben können, du Blödes. Die Olle, die uns den Dingenskirchen gegeben hat, hat uns gesagt, wir sollen die Zeichnung bei den Zoras rumzeigen. Ja. Oder so ein bisschen hat. Da man natürlich nicht irgendeinen x-beliebigen Zora dabei nimmt, können wir einen bestimmten relevanten Zora, der da wäre. Der Schwarze. Das ist ein Gorone, Junge! Gut, fast. Ey, der Typ hat schon wieder die Hälfte der Story des Spiels vergessen, ich sag's euch. Wir suchen Schattenspiegel, das reicht. Oh, nee, den Prinzen, oder? Zum den Prinzen. Friedhof sollst du, Junge. Ja, den Prinzen. Ja, trotzdem sollst du zum Friedhof. Ich doch. Wo willst du hin? Wo ist der Friedhof? Oh mein Gott. Und ja, genau, den Prinzen sollen wir. Und der trauert nach wie vor um seine Mutti. Hier war der Friedhof, ja? Mich immer so genervt, weil alles für dich selbstverständlich ist. Ich spiele das zum ersten Mal. Ja, trotzdem merkt man, dann merkt man sich doch erst recht so ein bisschen die Story. Alter, das war vor 15 Stunden. Nein. Gut, dann vor 10. So, wo wir wieder hier sind, erinnere ich mich, aber... Okay, was ist der Typ? Oh, da oben ist ein Tier. Das müsste aber wieder eine arme... Käfersammler. Wollen die Dinger mehrfach fangen? Das ist ja blöd. Ist der Friedhof größer? Ist hier irgendwas? Du siehst da hinten das Loch in der Wand, das zum Grab der Zoras geführt hatte? Das? Ja. Das war nur zum Rauskommen hier. Nö. Nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Link die Zoras und auch mich selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, dann lass es mich wissen. Jederzeit. Bitte. Unten rechts. Ist das nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Aber sieh dir doch mal den roten Fisch an. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle, ein seltener Fisch, den es nur in der Höhle der Zoras gibt. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es auch uns kaum, diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Link, dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir. Jetzt den Korallenohrring, ein herrlicher Schmuck aus dem kostbaren Korallen des Zoras in Form eines Angelhakens. Verwende ihn zusammen mit der Angel, wenn du eine Dunstforelle fangen willst. Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Durch dich begreife ich endlich, dass meine Mutter sich wünschte, was meine Mutter sich wünschte und was ich selbst jetzt zu tun habe.
Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an dem Doppelfelsen in der Nähe des Bastens unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Diese Fische sind rot. Du wirst sie leicht erkennen. Also da, wo wir gerade schon waren. Ich weiß nicht, ob du jetzt bei den Doppelfelsen warst, aber auf jeden Fall in der Höhle, ja. Ja. Gut. Aber das, liebe Leute, macht es wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.